Innerschweizer Schwing- und Alplerfest 2017. Und da sind wir wieder live aus Alpnach, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das 111. Schwing- und Alpenfest. Langsam, aber sicher geht es im Höhepunkt entgegen. Der Schlussgang, der alles Entscheidende dann um den Sieg hier im Abwaldner Land. Wir sind im fünften Gang. Wir haben einen kleinen Unterbruch gehabt, weil auf dem Platz nicht allzu viel gelaufen ist. Und jetzt hören wir schnell dem Speaker zu. Innerschweizer Schwing- und Alpenfest. Heute hier in Altach. Das sind die zahlenden Zuschauer. Sie betreuen 10'000 Zuschauer. Also, wir haben es gehört, 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier die Arena ist natürlich restlos ausverkauft. Und da ist es den Leuten auch egal, wenn einmal das Wetter nicht so mitspielt, aber eigentlich haben wir Glück gehabt. Morgen hat es noch ein bisschen geregnet und jetzt ist eigentlich ideales Schwingwetter. Es ist auch ein bisschen wärmer geworden. Ja, es ist noch 2-3 Grad wärmer für das ideale Schwingerwetter. Aber man sieht nicht mehr so viele Bälle rein, dass immer das Zeichen ist, dass es trocken ist. Und jetzt geht es gerade Schlag auf Schlag weiter mit den Spitzenpaarungen im fünften Gang. Ja, und noch ganz kurz, bevor wir schnell zum Steinstossen gehen. Es ist gerade ein Raunen in der Werbepause hier im Stadion gegangen. Der Speaker hat nämlich die Paarung Vicky Joel gegen Stucki Christian ausgerufen. Ja, es ist sicher eine interessante Paarung. Ich mag mich nicht erinnern, dass die schon miteinander geschwungen haben. Es wird sicher sehr eine interessante Paarung von dem her. Der postierliche Unterschied ist, wird man sehen, aber ich denke, der Vicky Joel, wie er ist, jung, frech, dynamisch, wird er da sicher probieren, den Stucki Christian in Bedrängnis zu bringen. Ja, da sehen wir Christian Stucki, wenn er natürlich jetzt den Fünften verliert gegen Vicky Joel, ist er weg um den Tagessieg. Und der Vicky Joel könnte sich mit einem Zähne da vielleicht sogar einen neuen Schlussgang reinbringen. Ja, mit Vicky Joel, wenn er das Zähne macht mit dem Stucki Kriegel, ist er sicher in einer komfortablen Lage. Es kommt immer darauf ab, was vorne alles geht. Aber wenn er den Stucki Christian bezwingt, ist er sicher in einer Giotenlage. Ja, und auf das Duell freuen wir uns natürlich ganz speziell. Kann da irgendeiner im Stucki das Wasser reichen? Der Vicky Joel, das Nummer 1 in der aktuellen Schwingerrangliste von diesem Jahr, der sich jetzt hier parat macht. Er überlegt sich natürlich auch, ja, der Stucki, man hat ihn auch gesehen heute schwingen und hat gesehen, was der Stucki mit dem Fona Benji und mit dem Mimo Fandi gemacht hat. Ja, das ist so, aber der Vicky Joel ist ganz ein anderer Schwinger, kommt viel tiefer unten rein und das hat er nicht unbedingt so gerne, der Stucki kriegen. Ich denke, der Vicky Joel wird da gerade probieren, das Zepter in die Hand nehmen und gar nicht erst den Stucki zu ziehen. Und so ist er ja bekannt, der Vicky Joel. Er geht immer gerade auf Vollgas raus. Mit welcher Taktik schwingt jetzt hier Christian Stucki? Er weiss, ich bin heute bärenstark, ich bin in Form. Ja, ich denke, Christian Stucki ist das gleich. Ich denke, der Erfolgreicher wird jetzt auch in diesem Gang sein, der am anderen ein Konzept zwingen. Der Stucki wird sicher gerade probieren, den Vicky Joel auf den Boden zu nehmen, dass er ihm nicht unten rein kann. Ich denke, man wird beim Greifen schon ein bisschen sehen, welche Richtung es gehen könnte. Und der Stucki Christian so schwingt, wie er jetzt im Hof Andi von Abenji, dann wird es für Vicky sehr gefährlich. Aber der Vicky hat schon manchmal überrascht und ich hoffe, er geht auch heute. Ja, das Publikum ist natürlich gespannt auf die Paarung hier. Der Youngster. Der Schwinger vom Jahr 2017 aktuell hat sich 3 Kranzfestzeuge schon schreiben lassen dieses Jahr. Aber auch der Stucki Christian hat die beiden letzten Feste souverän gewonnen. Und dort auch alle Gänge gerade gewonnen. Ja, er hat heute jetzt nach 12 siegreichen Gängen nacheinander hat er heute Morgen das erste Unentschieden müssen kaufen. Hat aber noch aufgetreten und sind wir jetzt gespannt auf die Paarung.
Da sehen wir wunderschön den Gang von den beiden in Sackmälerring rein. Der Vicky Joel, der parat steht, und der Stucki Christian, der noch mal an den Brunnen geht, sich noch mal konzentriert. Vicky Joel, der die erste gestellt hat gegen den Kreibühl Tobias, dann der Kemmel Franz Toni gewonnen hat, der Arnold Raphael gewonnen hat mit 9,75, der Reichmuth Marco mit einem 10 gewonnen hat. Also jetzt auch rein vom Notenblatt her ist das eigentlich der korrekte Gegner, den er hier bekommt. Ja, es ist sicher der Vicky Scholl hat bis dahin eines von den Ringern, also Ringer kann man nicht sagen, man muss immer zuerst jeden gewinnen. Aber er war sicher noch nicht überladen in der Einteilung, sagen wir so. Und die Paarung hat es noch nicht. Ich mag mich jetzt gerade nicht erinnern, dass es die schon eins gegeben hat. Von dem her sicher eine interessante Paarung, die jetzt ja schon urwenig sehen. Und da schaut der Platzkampfrichter ganz genau, dass der Gurt richtig sitzt, dass die beiden dann auch richtig Griff haben. Und da nicht irgendeiner noch einen Vorteil hat, wenn der andere die Hose viel zu locken hat. Weil der Kampfrichter immer eine Herausforderung, wenn sie wissen, das Fernsehen filmen alle, schauen auf den Gang. Es ist nicht immer so einfach, dass man keinen Fehler macht. Aber die machen hier die Aufgabe bravourös. Da sieht man den Vicky Scholl, der wirklich gerade probiert, unten reinzugehen am Stucki. Christian mit innerem Haken, mit kurz. Aber der Stucki Christian hat sich da noch nicht so fest bewegt, dass es gefährlich geworden wäre. Ja, der Stucki einfach so auf den Rücken zu legen, ist nicht ganz so einfach, aber es gibt es. Also, er hat auch schon verloren. Sicher einer, der wenig Gänge verliert, aber es ist so, es hat jeder Gegner einen Rücken. Und der Vicky hat auch schon einen Haufen Supergänge gezeigt und schon einen Haufen gewonnen, den man nicht gedacht hat. Jetzt der Stucki, der es probiert hat. Also man sieht hier, die wollen beide das Innerschweizer gewinnen. Sie gehen beide gerade vor das Werk. Man sieht jetzt, wie der Vicky schon probiert, ein bisschen wegzustehen, dass er nicht ganz so eng gegriffen wird vom Stucki Christian. Gegen Kälin Roland Schöneberg. Der Stucki Christian probiert es hier. Der Vicky Scholl hängt ihm gerade ein. Wir haben beide Zeiten lang und wir haben frisch greifen. Und jetzt hat er ein bisschen Sagmel verwünscht, Vicky Scholl. Jetzt fragt er, ob er schnell an Brunnen darf. Und er darf, geht schnell. Ja, wo man darf nicht einfach gehen, sonst wird einem ein Viertel abgezogen, wenn man fragt. Und zum Kampfrichter muss einfach so kriegen. Dann darf man gehen. Das ist keine Frage. Weil mit Sagmel im Haus kann man nicht mehr so gut schnaufen. Ja, die Paarung Stucki Christian gegen Vicky Scholl, das hätte auch durchaus eine Schlussgangpaarung sein können. Ja, das kann man so sagen, aber wenn sehr viele starke Schwinger rum sind, dann gibt es halt den ganzen Tag ein bisschen so Paarungen, die sagen auch vorzogene Schlussgänge. Und das ist etwas, das jetzt noch länger wird kratzen im Haus, Sagmel. Gerade wenn es blöd geht und man schnaufen gerade ein und mit dem Kopf ins Sagmel, dann geht es relativ weit ab und das kratzt. Wird im sechsten Gang noch etwas kratzen. Und Platz 1, der Stefan, der Durchschwinger, der Bruno. So, ein Aufmunterungsapplaus für den Vicky Joel, den Mann aus Sörenberg. Mit seiner Grässe, mit seinem Spektakel ist er sicher ein Publikumsliebling. Und der Stucki Christian, den hat man einfach gerne auf dem Schwingplatz. Er ist immer ein sehr fairer, sehr ein aufgestellter, auch unter den Schwinger. Etwa die Hälfte von dem Gang ist um. 6 Minuten
Gang durch hier im fünften. Ihr seht hier jetzt der Stucki, der weg kurz zieht, der Vicky Scheuel, der gerade probiert zu parieren und seiner Seite in den Haken reinzugehen. Jetzt eine linke Summe vom Stucki. Ja, der Vicky Scheuel wäre natürlich losgegangen, irgendwie mit einem Zähne, aber eben, dann müsste er den Stucki Platt auf den Rücken legen. Vielleicht denkt er ja auch, ja gut, wenn ich den Stucki stelle, dann ist er sicher nicht im Schlussgang. Aber er will auch auf sich selber schauen. Ich denke, der Vicky kann den Stucki stellen, aber er muss seine Schwingart durchziehen, sonst wird er statisch. Das ist nicht immer so einfach, wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt kann ich einfach keinen stellen. Wenn man eine Schwingart hat, dann ist es am schnellsten dort. Man kann am besten dort schwingen. Und darum denke ich, der Joel Mios ein bisschen weit auf Sieg schwingen. Weil einfach so ein Unentschieden gegen Stucki, weil man es gesehen hat mit dem Benji. Ich denke, wenn der Stucki muss agieren oder reagieren, ist es gleich besser, wenn er einfach ziehen kann. Wenn einfach mal die Masse vom Stucki in Bewegung kommt, dann irgendwann geht er dann auch mal auf den Rücken. So, und jetzt nochmal ein Versuch von... Ja, und jetzt der Vicky, der gerade probiert kurz zu ziehen. Ist das, was ich gemeint habe, der Vicky agiert, der Stucki kann gar nicht. Und für den Stucki ist es halt, er hätte ihn nicht so gern. Oder allgemein, ein grosser Schwinger, es ist immer blöd, wenn man so ein bisschen kleineren hat, der einem unten reingeht, das ist... Kleckliger zum Schwingen, es geht nicht so ring. Und der Wick ist auch immer gerade brandgefährlich. Jetzt ist da ein bisschen das Abtasten im Gang, was am Anfang doch resolut zur Sache gegangen ist. Nicht zu vergessen ist, dass es gehen jetzt 6 Minuten gehen, nicht nur mehr 5. Der Stucki probiert, hat nicht gespalten. Jetzt. Und jetzt wird es schwierig für den Joel Vicky, der jetzt hier im Bedrängnis ist am Boden. Und das ist der Sieg für den Christian Stucki. Ja, der Stucki Christian hat sich jetzt hier eine hervorragende Ausgangslage gebracht mit dem Sieg. Man sieht, Anfang des Ganges sind beide resolutes Werk. Nachher, es war ein bisschen abwarten. Jetzt hier ein super Kurzzug von Christian Stucki. Die Zeiten lag und dann am Boden lag er nie mehr anbrennen. Bitte jetzt bereits alle Mitwirkenden vom Festtag sich hinter dem Eingang zwischen den Tribünen und kommt für den Sieg ein 9-7-5 über. Spätestens um 3 dort bereit halten. Ich lese die Mitwirkenden, die sich hier sammeln, noch schnell ab. Es sind so was. Musikgesellschaft Altmann, der Patrick, der einzieht. Ja, das heisst jetzt für den Christian Stucki einen Gestellten und 4 Sieg, davon 2 Zähne. Leo Röttin mit 2 Ehrendamen. Die 5 kantonalen Verbandsfahnen. Und jetzt sehen wir hier Platz 6, Pieri Marcel gegen Schurtenberger Sven. Der Schurtenberger Sven in einer Top-Position. Nämlich mit 38,75 auf zwischen Rang 2a nach 4 Gängen. Das ist jetzt auch ein entscheidend für den Stucki, was in diesem Gang geht. Wenn da der Schurtenberger gewinnen kann, dann ist er höher als der Stucki. Also der Schurtenberger Sven, hier mit einem 10 ganz heissen Kandidat für den Schlussgang. Ja, aber es ist eine schwierige Aufgabe. Der Pieri Marcel, der sich optimal auf die Gegner einstellen kann. Jetzt auch hier, er lenkt er oben durch. Dort ist er immer sehr brandgefährlich, aber macht euch ein bisschen auf für den Schurtenberger. Also die zwei gehen resolut das Werk, relativ offensiv vierter Gang.
Platz 2, Sänger Bundesschwinger, der Suchtiger Berner, in dem Anlauf Stefan. Der Bieri Marcel, der halt auch immer sehr brandgefährlich ist, der immer aus jeder Situation raus kann schwingen kann. Nicht schnell im Kontern ist. Sieger Platz 1, Bucher Christian. Jetzt wieder der Schurtenberger Sven, der es mit kurz probiert, aber der Bieri Marcel, der sich blitzschnell hat können ausdrehen. Platz 7, nehmen den Kampf Jürgen Roger, Höfling Andreas. Ja, und der Bieri Marcel, der nicht nur Schwinger ist, sondern auch Nationalturner. Bieri Marcel, der jetzt mit der rechten Hand losgelassen hat, so ein bisschen auf den Konter wartet. Seht ihr, probiert der Gegner jetzt dort auf Distanz zu haben. Ja, im Hintergrund hören wir das Stadion jubeln. Ulrich Andreas hat seinen Gang gewonnen. Das werden wir sicher noch sehen in einer Aufzeichnung. Werden wir ihn nachliefern. Ulrich Andreas, der ja mit Rang 3a hier in einer Top-Position ist. Während wir hier im Bieri Marcel im Schurtenberger Sven zuschauen. Ich denke, der Gang geht langsam am Ende zu uns. Sie sind schon relativ lange an der Arbeit. Es ist wieder der Schurtenberger Sven, der hinten zusammengekriegt hat. Jetzt der Bieri, der probiert, in die Flanke zu gehen. Marcel Bieri aus Edlibach im Kanton Zug, Jahrgang 94. Und der Dresch Josef sollte einen Schlüsselball holen beim Eingang hier im Speakerhaus. Sein Markenzeichen. Der Bieri endet defensiv, schaltet aber blitzschnell gerade den Angriff um. Jetzt denke ich, müsste da noch etwas gehen in diesem Gang, sonst ist nachher gestellt. Ich probiere jetzt beide ein bisschen in der Flanke. Das ist eher der Bieri in der Position, die ihm passt, mit hinten zusammenrecken, zum Abhiftern oder Abschlunken. Aber auch der Sven, der aus der Flanke schwingen kann, mit dem Hifter probiert. Das war leider neben dem Platz. Ja, ganz früher hat das noch gezählt. Aber dann haben wir das einmal geändert. Und der Gang ist unentschieden ausgegangen. Also, dann ist klar, Schurtenberger Sven ist kein Schlussgang-Kandidat. Nein, Schurtenberger Sven ist ein Weg, ebenfalls der Bieri Marcel, der auch noch Chancen hatte. Und es wird sich jetzt zeigen, wer sich da noch rauskristallisiert. Bitte sofort den Platz 1. Hier sieht man, braucht Substanz. Es war ein richtiger Abnutzungskampf von beiden. Der Gang auf Platz 6 zwischen Bieri Marcel und Schulenberg, Sven, endet gestellt. Das ist natürlich ein Gang, der jetzt am Stucki Christian ein bisschen die Finger spielt. Und jetzt sehen wir das, was wir vorhin gehört haben. Der Jubel, der Sieg von Ulrich Andreas über den Alpiger Nick. Das ist eine Paarung, die wir bereits im diesjährigen Stossschwingen gesehen haben, wo aber der Alpiger Nick sicher es besser hatte. Aber schlussendlich haben sie gestellt, die zwei miteinander. Und da sind wir jetzt gespannt, was geht. Natürlich fragen Ulrich Andreas, mit einem Zehni gewonnen hat. Am Jubel an wahrscheinlich schon, dann wäre er nämlich
hat er nur ein 9-7-5 gehabt. Viertelpunkt mehr. Und jetzt hier schon die erste Aktion von Ulrich Andreas. Dann haben wir probiert, es mit kurz traubiger Nick. Hey. Ulrich Andreas, der es pariert. Traubiger Nick, der sehr kräftiger Schwinger ist, sehr ein abgeklärter Schwinger. Es ist schwierig, da gerade auf Angriff zu gehen. Ihr seht, der Ulrich Andreas wartet jetzt etwas ab. Alpiger Nick traut auch nicht so richtig zu ziehen. Wir haben jetzt einen Kurzversuch gesehen vom Alpiger Nick. Probiert es mit kurz. Ulrich kann sich da aber sehr gut verteidigen. Der Alpiger Nick haben wir schon ein paar Mal gesehen in unserer Live-Übertragung. Müllestein Eike hat er gewonnen mit einem 10. Bieri Marcel gestellt, 8-7-5 und dann zwei Siege mit einem 9-7-5 je gegen Schuler Alex und der Vogel Remo. Und jetzt hier eben die Niederlage, das ist ein aufzeichneter Gang. Und hier sehen wir die Entscheidung, das ist die 10. Und er jubelt natürlich, weil er weiss, der Ulrich Andreas ist ganz, ganz ein heißer Kandidat für den Schlussgang. Ja, da sehen wir, das ist die Spezialität von Ulrich Andreas. Er braucht eine Chance und die nutzt er eiskalt aus. Herrlich, technisch, Letz abgeklärt. Keine Chance für einen Alpiger Nick. Und wir sind live zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zuhause an den Bildschirm oder wo immer sie uns schauen. Dägli Damian gegen den Mathis Marcel. Der Mathis Marcel, der Mann aus Nidwalden, der diese Saison nicht so zufrieden war mit dem, was er gezeigt hat. Und jetzt nach 4 Gängen in Führung liegt. Ja, er hat da der unbequeme Dägli Damian, der im ersten Gang gestellt hat mit dem Rohrer Ivan. Danach 3 Gegner gewonnen hat, der Becher, Zilwan, Gasser, Stefan und Gander Adrian. Wobei der Marcel da sicher zu favorisieren ist in diesem Gang. Wobei die sind auch schon ein Zeitl zum Schwingen. Jetzt probiert es der Messi hier am Boden und kann gewinnen. Und das heisst, Mathis Marcel. Schlussgang. Jawohl. Das war jetzt herrlich, wenn er sich. Der Egli Damian hat sich da ein bisschen Sicherheit gewiegt. Da kommt es besser. Aber der Marcel, das ist ein bisschen Spezialität von ihm jetzt. Fixierter Kopf mit dem Arm und kann so übertricken. Und das bedeutet Schlussgang-Teilnahme für Mathis Marcel, wo heute einen hervorragenden Wettkampf abgeliefert hat bis jetzt. Hallo, einer ist der letzte Aufruf für alle Mitwirkenden von Modesta. Bitte sammeln Sie euch jetzt vor dem Eingang. Und das geht ein klares 10 aufs Notenblatt. Und da sieht man die Erleichterung beim Mathis Marcel. Nach ein bisschen unglücklichen Wettkampf liefert er heute eine sackstarke Leistung ab. Ja, und jetzt ist klar, wir haben es vorhin gesehen, der Ulrich Andreas hat im 10 gewonnen. Das heisst, Schlussgang Mathis gegen Ulrich. Ja, rein theoretisch ist der Kennel Stefano. Der muss gegen Imho Fandi antreten, den Gang haben wir noch nicht gesehen. Dort ist nur, wenn der Kennel Stefano das 10 hat, ist der Kennel Stefano im Schlussgang. Schussgetragen sind wir Platz 2.
Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob der Gang schon irgendwo gelaufen ist und wir den noch sehen in der Aufzeichnung. Ich glaube, der ist schon gewesen, aber ich habe nicht gesehen, was gelaufen ist. Also aus der Regie haben wir gehört, dass der Schlussgang Mathis Marcel gegen Ulrich Andreas ist. Jawohl, da ist das. Stefan Nicol. Und jetzt sehen wir es, Aufzeichnung. Dann müssen wir nicht mehr rätseln, sondern sehen es gerade. Imo Fandi gegen Kennel Stefan. Imo Fandi, der Turnerschwinger, der seinen Gang gewinnt. Und das heisst, mit dem hat er natürlich im Ulrich Andreas einen Riesen gefallen. Hier. Ja, das ist so. Wobei ich denke, die Ausgangslage war so, dass in diesem Gang eigentlich der Imhoff der klare Favorit ist. Da mit dem Gammenblatt zum Resultat kommt. Und die Innerschweizer haben damit einen super Job gemacht und haben alle Gäste zurückbinden können. Es kommt zu einer rein innerschweizerischen Schlussgang. Aber dann müssen wir natürlich noch einmal die Rangliste dann genau studieren, während wir hier noch einen weiteren Gang sehen, wer dann allenfalls noch könnte erben im sechsten Gang. Fankhaus Rerich, Schäuber, Lutz. Das sehen wir hier. Jawohl, die haben rein theoretisch schon noch Chancen gehabt. Und gerade der Schäuber Lutz, der gleich hoch ist mit dem Punkt wie der Ulrich Andreas, hat theoretisch schon noch Chancen auf den Schlussgang. Der Fanko ist Rerich, der einen halben Punkt weniger. Ebenfalls bitte ich Kapplichter und Tägelibuben nach dem Preis. Nach dem 30-minütigen Festtag, also etwa am Viertel vor vier, pünktlich auf dem Platz zu erscheinen. Und alle Schwinger bitte ich, sich dann bereit zu halten für den letzten Gang. Wir werden den Wettkampf nach dem Festtag dann wieder sofort aufnehmen. Wie gesagt, circa. Super Werner gegen Arnold Stefan ist ein weiterer Gang, wo wir hier noch liefern können. Im Fünfte. Suppiger Werner, der jetzt vorderst vorne auf der Rangliste ist. Er ist nach vier Gängen im vierten Rang. Hier gegen Arnold Stefan. Arnold Stefan ist im fünften Rang, der vierte Punkt weniger. Beide sehr unbequeme Gegner. Der Arnold Stefan hat diese Saison schon der Warner Matthias gestellt. Da sieht es jetzt aber nach dem Sieg für Suppiger Werner aus. Wunderbar im Päckchen hätte auch der Arnold Stefan gewinnen. Ja, der Suppiger Werni hat damit vier Siege und einen Gestellten auf dem Notenblatt. Er ist jetzt nur ein Viertelpunkt hinter dem Stucki Christian nach fünf Gängen. Und beim Philipp Sager ist jetzt Andreas Ulrich. Ja, Andi, den fünften Gang hast du gewinnen, riesen Jubel. Was meinst du, reicht es für einen Schlussgang? Ja, ich weiss es auch nicht genau. Ich denke, es sind noch 10 geschrieben. Es kommt jetzt nur darauf an, was der Marcel macht, Mottis und die Regler. Ist das so, dass man auch umrechnet und die anderen schaut? Und, oder ist es dann einfach so, wie es ist? Ja, wenn es so weit ist, wird es noch. Ja, ich meine, jetzt geht es. Ich vernehme es schon, wenn ich in den Schlussgang komme. Oder es kommt nicht etwas in der Rangliste raus. Noch gesehen ist es. Oder ich schaue jetzt den Gang nicht. Ich gehe lieber in die Garderobe und ich vernehme es dort. Falls jetzt der Schlussgang Teilnahme ist, durch einen riesen Erfolg schon. Wie tust du dich vorbereiten? Ja, immer gleich. Ich gehe in die Garderobe zu unseren Clubkollegen. Und dort schnurrt man halt ein bisschen miteinander, hängt sich ein bisschen locker oder höcklich. Das ist ein erholen auf den nächsten Gang. Ja. Merci für mal, dann schauen wir, ob es lang. Ja, merci. Die Risa Sonic Power. Die Schaltzahnbürste für ein strahlend schönes Lachen. Die Risa, spürbar besser. Ja, und Ulrich Andreas weiss, glaub ich, noch etwas weniger als mir, weil das Interview doch noch ein paar Minuten zurückliegt. Meine zwei Rechnungsspezialisten da zu meiner rechten Seite sind sich nämlich, glaub ich, einig, dass der Ulrich Andreas im Schlussgang ist, oder Uli? Ja, das ist so. Mathis Marcel hat es 10 geschrieben, kommt jetzt auf 49,50. Und der Ulrich Andreas ebenfalls mit dem 10, er kommt auf 48,50. Und folgt eigentlich dem Stucki Christian, der jetzt ein Viertel weniger hat.
Glücklicherweise, sage ich jetzt, für den Innerschweizer Verband. Er hat eine sehr starke Leistung gezeigt gegen Vicky Joel, den er gewonnen hat und hat jetzt 48-20. Da freuen wir uns über eine Innerschweizer Paarung. Ulrich Andreas haben wir gerade gehört. Da fehlt uns natürlich der zweite Schlussgang-Teilnehmer, der Mathis Marcel, und der steht beim Philipp Sager. Ja, Marcel, Last-Minute-Sieg in den letzten Sekunden. Eine riesen Erlösung für dich. Ja, sicher. Ja. Ich habe dieses Jahr schon erst gestellt im Superkantonalen. Ich habe gewusst, dass es nicht ein bequemer Gegner wird, dass er wird auf Stellen rein haben. Und ja, er hat 50 Sekunden angesagt. Dann habe ich sicher noch 40 Sekunden noch geschwungen, bis ich nachher nehmen konnte. Ja, also ich weiß nicht mehr, es wären ein paar Sekunden gegangen, vermutlich. Ja. Also ist da keine Rechnerei rum, dass vielleicht ein guter Gestellter auch gelenkt hat? Hast du gesagt, alles oder nichts? Ja. Also mit einem Gestellten habe ich nicht einmal gross gerechnet. Ich habe gewusst, ich muss probieren, ich muss riskieren und möglichst auf ein Resultat zu schwingen. Ja. Jetzt der Schlussgang gegen Ulrich Andreas. Wie schaust du auf den her? Ja, lieber wieder gegen Stucki. Aber ja, ich habe hier im Schweizer verloren im ersten Gang. Aber ich habe ihn auch schon gewonnen, letztes Jahr im Oven oben. Aber ja, er ist sehr parat. Er ist sehr technisch beratend. Wir wissen genau voneinander, wie wir schwingen. Darum wird es sicher eine schwierige Sache. Ja. Sind wir gespannt, wie es rauskommt. Merci für mal und viel Glück im Schluss. Ja, danke. Spannung also garantiert beim heutigen Schlussgang. Mathis Marcel gegen Ulrich Andreas. Was erwartest du von diesem Schlussgang, Uli Banz? Ja, ist ein technisch hoch versierter Schlussgang. Beides grosse Techniker, eigentlich fast mit den gleichen Waffen. Also Ulrich Andreas, Fußstichspezialist, ebenfalls Mathis Marcel. Sie haben zusammen geschwungen am Schweizer Kantonalen. Am ersten Gang konnte der Ulrich den Gang für sich entscheiden. Und darum geht vielleicht der Ulrich da ein bisschen mit einem besseren Omen in den Schlussgang ein. Aber es gibt sicher einen attraktiven Schlussgang, wo man etwas davon erwartet. Und ich weiss gar nicht, ob Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, uns überhaupt noch hören, weil hinter uns in der Arena sind da die Reichler aufgezogen. Und darum schauen wir doch schnell rein im Festakt, der jetzt auf dem Programm steht. Innerschweizer Schwing- und Alplerfest 2017. Wird Ihnen präsentiert von Raiffeisen, Ihr Partner für alle Geldfragen. Migros Luzern, aus der Region für die Region. Pilatus Getränke Altnacht, die Auswahl macht den Unterschied. Brunos Best, ein glattes Zähne am Bruno seine Salatsauce. Mit freundlicher Unterstützung von